Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Kurzprojekt. Ja, wir fangen an. Ich habe hier eben schon mal einen Charakter erstellt, damit ich ins Menü kann. Ich muss mal gerade kurz gucken. So, den löschen wir mal eben kurz, weil ich kurz auf Ultra stellen musste, die Grafik. Und ja, also nochmal. Wir sind beim Eurofishing-Simulator von Dovetail. Und ja, einfach mal just for fun so ein bisschen reingucken. Ich schätze mal, das wird ähnlich wie The Hunter sein, nur halt mit Angeln. Und ich denke mal so für zwischendurch so ein kleines lustiges Spiel, wo man nicht viel überlegen muss, sondern einfach mal so ein bisschen Natur genießen, angeln und so weiter und so fort. Ja, freundlicherweise wurde mir das Spiel von meinem Partner GamesPlanet zur Verfügung gestellt. Wenn ihr dieses Spiel auch kaufen wollt, könnt ihr das gerne unter dem Link in der Videobeschreibung auf GamesPlanet. Und dort bekommt ihr es sogar noch ein bisschen günstiger als auf Steam direkt. So, wir wollen uns einen Charakter hinzufügen. Hier haben wir halt so verschiedene Typen. Frauen haben wir auch. Aber ich finde den hier eigentlich mit seinem Angel-Shirt, finde ich eigentlich ziemlich cool. Den nehmen wir mal. Den nennen wir auch hier direkt Lehrer LP. So. Und ja. Dann würde ich sagen, kann es einfach mal losgehen. Ne? Rangliste Anfänger Karpfenangler sind wir. Das hört sich ja richtig gut an schon mal. Und dann werden wir mal gucken. Also ich habe jetzt noch keinen Fishing-Simulator gespielt. Es gibt eine Akademie. Dann haben wir Live-Turniere, Mehrspieler und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir fangen mit der Akademie an. Und ich bin noch ein bisschen verschnupft. Ich hoffe mal, die Stimme hält diesmal ein bisschen besser. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Grundlagen an. Also lerne die Grundlagen von unserem Karpfen- und Course-Master-Angler. In dieser Lektion werden dir die Hauptelemente des Dovetail Games Fishing erklärt, einschließlich der Vorschriften des Sees, wie du deine Rute auswirfst und einholst und wie du die Angelausrüstung mit verschiedenen Montagen und Ködern. Schrift weg. So, fangen wir mal an. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also. Willkommen in der Dovetail Games Euro Fishing Academy. Es ist ein schöner Tag hier am Ufer des Observatory Lake. Eine leichte Brise weht über dem See. Die Bedingungen sind perfekt, um die wichtigsten Fähigkeiten zu lernen, die du brauchen wirst, um erfolgreich zu fischen. Ganz egal, wo du die Angel auswirfst. Im Laufe dieser ersten Übung werde ich dir die Grundlagen von Dovetail Games Euro Fishing beibringen. Später werden wir sehen, wie die richtige Stelle mit verschiedenen Montagen und Ködern anvisiert wird und wie der perfekte Angelansatz geplant werden kann. Ganz genau. So sieht's nämlich aus. Und dann lassen wir noch mal die Bilder auf uns wirken. Wunderschön. Also, überspringen wir mal und dann gucken wir nämlich mal, fangen wir mal mit der ersten Warum Lektion vertrittst du an. dir nicht etwas die Beine, um dich mit der Steuerung vertraut zu machen, bevor wir mit der Übung anfangen? So, ich muss gerade das Mikro mal ein bisschen zurechtschieben. So. Also, benutzen, um den Charakter zu bewegen. WASD, das ist ganz normal. So, gehen wir mal hier runter über den Steg. So, mit der Maus können wir die Kamera bewegen. Gut, du hast den Dreh raus. Das wäre sonst ein langer Tag geworden. So, und mit V wechseln wir die Perspektive. Da haben wir sogar eine Ego-Perspektive. Rund um den See herum befinden sich Angelpfähle, bei denen du deine Ausrüstung aufstellen kannst. Du kannst einen Angelpfahl an einem Zeichen wie diesem hier erkennen. Lass uns fürs Erste diesen Angelpfahl beanspruchen und deine Angelausrüstung vorbereiten. Aber der gehört Wenn Jumbo. du einen Angelpfahl beansprucht hast, gehört er dir. Niemand sonst kann am selben Angelpfahl fischen, solange deine Ausrüstung sich dort befindet. Bedenke aber bitte, dass wir deine Ausrüstung entfernen werden, wenn du dich zu weit entfernst und deinen Angelpfahl unbeaufsichtigt lässt. Dann kann sich dort jemand anderes niederlassen. Gut, also gehe zum Wegpunkt. Der ist hier vor uns. Und dann gehen wir dort mal hin. So, ja. Jetzt hat das. Drücke, um einen Angelpfahl zu beanspruchen. Gut, kommen wir nun auf die Angelausrüstung zu sprechen. Deine Montage und deine Köder sind nur zwei Werkzeuge in deinem Anglerarsenal. Nur mit der richtigen Montage und dem richtigen Köder können Karpfen gefangen werden.
Wenn du deine Angelrute hältst, kannst du die Montage und den Köder ganz einfach wechseln, indem du dein Inventar öffnest und andere auswählst. Wir werden in einer anderen Übung erklären, wie die verschiedenen Setups funktionieren. Wähle erstmal einfach irgendeinen anderen Köder und eine andere Montage. Gut, dann haben wir hier unsere Ausrüstung, unser Inventar. Hier haben wir halt verschiedene Haken und Köder, Weißbrotflocken. Das ist natürlich so die, ja, Grundart. So, hier haben wir Rute, Rolle, Schnur, Montage, Köder. Und dann würde ich sagen, hier, wir können hier für Kies, Schlamm, schließe dein Köder. Inventar, wenn du mit deiner Auswahl zufrieden bist. Ja, sind wir mit zufrieden. Wir lassen es so, wie es ist. Gut, du hast deinen Angelpfahl beansprucht und dein Angelsetup ausgewählt. Jetzt werde ich dir erklären, wie in Dovetail Games Eurofishing ausgeworfen wird. Lauf zum Angelpfahl. Sobald du beim Wasser bist, sollte es dir möglich sein, den Schnurfangbügel zu lösen, die Schnur zu halten und zum Auswerfen in Position zu gehen. Gut, also mit rechts beginnen wir das Auswerfen. Jetzt hält er. Mit gehaltener Schnur musst du nun die Rute nach hinten bewegen, bis das Blei hinter dir ist. Vergiss nicht, die Schnur festzuhalten, sonst fällt der Köder herunter. So, und aufpassen, dass wir nicht selber uns am Haken dann hängen haben. So, jetzt, einmal. Wenn das Blei hinter dir ist und deine Arme gestreckt sind, kannst du die Rute nach vorne drücken. Dies ist die Bewegung, die du meistern musst, wenn du den Köder weiter auswerfen möchtest. Versuch es mit einem Übungswurf, um dich damit vertraut zu machen. Und zack. Gut, da du nun etwas üben konntest, können wir uns an einem richtigen Wurf versuchen. Oh, ich bin aufgeregt. Bewege die Rute erneut nach hinten, bis das Blei hinter dir ist. Dieses Mal lässt du die Schnur beim Vorschnellen der Rute los. Das Timing muss stimmen, um einen guten Wurf hinzubekommen. Probiere es aus und versuche weiter als 15 Meter auszuwerfen. Wenn dir das nicht beim ersten Versuch gelingt, dann hol die Schnur ein und versuch es nochmal. Also, 15 Meter. Nach hinten und zack. Oh, der sieht fantastisch aus. Und wie weit ist es? 18, na perfekt. Du kannst den Grund durch die Vibrationen der Rute einschätzen, wenn der Köder darauf trifft. Zu wissen, über was für einen Boden du fischst, ist wichtig, denn du musst die passende Montage und den passenden Köder verwenden. Ja, jeder Bodentyp hat Einfluss und auf die Erfolgschance der Montage und der Köder, die du gerade benutzt. So, wie können wir dann eigentlich... Leider beißen die Fische im Moment nicht an. Lass uns also die Schnur einholen und für heute Schluss machen. Der ist ganz schön ungeduldig, ne? Sollte man als Angler nicht geduldig sein? Unglaublich. Super, das war's für heute. In dieser Übung haben wir dir gezeigt, wie ein Angelpfahl beansprucht, wie über dem Kopf ausgeworfen und wie die Schnur eingeholt wird. Weil du so fleißig warst, gebe ich dir sogar ein paar Angelpunkte. Die kannst du verwenden, um im Angelladen neue Ausrüstung freizuschalten. Den Laden kannst du im Hauptmenü finden. Du hast außerdem ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Erfahrungspunkte, auch XP genannt, geben an, wie erfahren du als Angler bist. Je mehr du bekommst, desto mehr Herausforderungen werden sich dir öffnen. Jetzt kennst du die Grundlagen von Dovetail Games Eurofishing. Gut gemacht. Ich freue mich schon auf unsere nächste Übung. Ja, das war ja ein Angeltag, meine Herren. So viel erlebt. Okay. Ja, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Nein, Spaß beiseite. Wir machen natürlich noch eine. So, die haben wir nämlich geschafft. Ich hoffe, das steht hier irgendwo auch. Steht hier nirgendwo? Okay, also Fisch am Haken ist unser nächstes Tutorial. Die anderen drei machen wir dann danach. Und ja, möchtest du wissen, wie man einem großen Fisch fängt? In dieser Lektion wird gezeigt, wie man einen Fisch einholt, indem man die Spannung der Schnur hält, und wie man einen Fisch mit Hilfe eines Netzes fängt. Du wirst auch lernen, wie Fische im Wasser mit Hilfe der Wasserbeobachtungstechnik entdeckt werden können. So, das schauen wir uns mal an. Willkommen zurück für eine weitere Übung. Ja, hi. Ich weiß, dass du es eilig hast, einen großen Fang zu machen, aber jeder muss irgendwo anfangen. Glaub mir. Wenn du am Ufer sitzt und einen Fisch beißt an, dann wirst du mir dafür danken. Schnapp dir deine Angelrute und lass uns beginnen. Gut. Also, Angelrute haben wir. Lauf wie beim letzten Mal zu einem Angelpfahl und stell deine Ausrüstung ab. Ja. Den nehmen wir hier. So, und meins. Und nun zur Beobachtung der Wasseroberfläche. Nimm dir einen Augenblick und untersuche deinen Angelplatz. Wie du sehen kannst, ist der Rand am anderen Ende des Sees interessant. Überhängende Bäume und etwas Schilf, der perfekte Ort für Karpfen. Fast jeder kann eine Rute auswerfen und ab und zu einen Fisch fangen.
Es erfordert aber weit mehr Können, um durchgehend große Fische zu fangen. Hier kommt die Wasserbeobachtung ins Spiel. Ein Element der Wasserbeobachtung ist die Suche nach visuellen Hinweisen. Halte Ausschau nach Geplätscher, Sichtungen und kleinen Bläschen an der Wasseroberfläche. All dies weist auf Fische hin. Kleine Bläschen. Also auch dein Ziel sein. Kommt da gleich so ein Wal raus. Da haben wir die Bläschen. Ja, das ist nämlich immer so ein... Ich habe früher selber auch geangelt, als ich Kind war. Dort scheinen jede Menge Algen zu sein. Das macht uns das Leben schwerer. Algen sind des Fisches Traum und des Anglers Albtraum. Wenn du einen Bodenköder benutzt und ihn in die Algen auswirfst, dann ist der Köder versteckt und wird leicht von den Fischen übersehen. Außerdem könnte sich deine Schnur verheddern und dem Fisch dabei helfen zu entkommen. Wenn du also über ein Algenbett fischst, dann versuch es mit einem schwimmenden Köder. Eine Short-Rig-Montage wäre hier angebracht. Keine Sorge, wenn du keine hast. Du kannst erstmal meine benutzen. Aber ich möchte sie am Ende der Übung zurückhaben. Na, da musst du mich dann wohl nochmal dran erinnern. Also, Short-Rig, das ist das wenn hier. Wenn du bereit bist, wirf zu den Algen am anderen Ufer aus. Mach dir nichts daraus, wenn du die Stelle nicht beim ersten Versuch triffst. Hol die Schnur einfach wieder ein. Pass aber auf, dass das nicht zu oft passiert, denn es könnte die Fische verscheuchen. Gut, also da hinten sollen wir hin, meine Herren. So, dann würde ich sagen, auf geht's. Und bam! Mitten in den Baum am besten. Ja, Treffer. Erfolg! Ich werde jetzt etwas fachsprachlich sein, höre also gut zu. Deine Schnur ist an einer Rolle an deiner Rute befestigt. Alle Rollen sind mit einem einstellbaren Bremssystem versehen. Mit diesem Bremssystem kann eingestellt werden, wie viel Widerstand dem Fisch beim Ziehen an der Schnur entgegengesetzt wird. Wenn du die niedrigste Einstellung wählst, dann wird der Fisch problemlos die gesamte Schnur herausziehen und sich weiter entfernen. Wenn du allerdings die höchste Einstellung des Bremssystems wählst, dann wird der Fisch überhaupt keine Schnur aus der Rolle ziehen können. Sie ist gesperrt und der Fisch kann nirgendwo hin. Lass uns das ausprobieren. Ah, das kenne ich gar nicht. Das muss neu sein in den letzten 20 Jahren. Stell das Bremssystem der Rolle auf 90% ein. Also, 90%. Oh Gott. So, 90%. Gut. Wenn du einen Fisch an der Angel hättest, dann hätte er es schwer, die Schnur aus der Rolle zu ziehen. Vergiss aber nicht, dass eine so hohe Einstellung auch die Spannung der Schnur erhöht, was dazu führen könnte, dass du den Fisch verlierst. Um die Spannung im Auge zu behalten, wirf einen Blick auf das Bremssystem. Wenn ein Fisch anbeißt, dann kannst du sehen, wie groß die Spannung der Schnur ist, indem du die Spannungsanzeige kontrollierst. Blau bedeutet, dass die Spannung niedrig ist und rot, dass sie hoch ist. Die beiden Markierungen an jedem Ende dienen dazu, dir zu zeigen, wann du Gefahr läufst, den Fisch zu verlieren. Von diesen Bereichen solltest du dich fernhalten. Pass die Spannung also entsprechend an, um aus der Gefahrenzone zu kommen. Stelle die Bremse also so ein, dass sie den Fisch nicht ganz so hart rannimmt. 30%. Wenn die Bremse zu niedrig eingestellt ist, setzt sie dem Fisch nur wenig Widerstand entgegen. Er sollte aber nicht fliehen können. Das Problem bei einer zu niedrig eingestellten Bremse ist, dass der Fisch die Schnur einfach ziehen und an einen Ort schwimmen kann, an dem sie sich verhaken könnte. Du musst aufpassen, dass der Fisch sich nicht ins Schilf, am Ufer oder in Algenbetten begibt. Wenn der Fisch dorthin gelangt, dann kannst du genauso gut aufgeben. Gut, die Bremse setze ich mal ganz kurz wieder runter gleich. Einen Moment. So, war wichtig. So, 30%. Ja, da muss man halt immer so ein bisschen abstimmen und gucken. Ist, ein Fisch beißt an und du holst ihn ein, dann lautet mein Tipp wie folgt. Achte auf die Bewegungen des Fisches und auch auf sein Umfeld. Behalte die Spannung stets im Auge und achte darauf, dass sie hoch genug ist, um den Fisch einzuholen, aber nicht so hoch, dass er entkommen könnte. Denkst du, dass du bereit bist, einen Ja. Da beißt etwas an. Mal sehen, ob du aufgepasst hast. Fang damit an, die Schnur einzuholen, um sie zu straffen und dabei zu helfen, den Haken richtig anzusetzen. Achte dabei auf die Spannung. Wenn dieser Fisch dir entkommt, dann schuldest du mir eine neue Chop-Rig-Montage. Höre jetzt einen Augenblick mit dem Einholen auf. Ja. Du darfst die Schnur nicht zu stark belasten. Du kannst den Fisch fangen, indem du die Rute nach hinten ziehst und die schlaff durchhängende Schnur einholst. Versuch es. Zieh die Rute über deinen Kopf zurück. Siehst du die Spannung auf der Rute? Beweg die Rute nun vor und hol die schlaff durchhängende Schnur ein. Sei vorsichtig. Wenn die Schnur nicht stark genug gespannt ist, kann es passieren, dass der Fisch entkommt. Ja, ich würde ja gerne
Wenn die Spannung allerdings zu hoch ist, naja, dann schuldest du mir wohl eine neue Shortrig-Montage. Ja, darf ich jetzt vielleicht... Lass uns diesen Fisch in Ufernähe bringen, damit wir ihn mit einem Kescher einfangen können. Du kannst die Rute seitlich bewegen, wenn du den Fisch in eine bestimmte Richtung dirigieren möchtest. So kannst du Fische von Algenbetten wegziehen und ihn... So, also nach vorne einholen, nach hinten ziehen und dann wieder einholen. Und dann müsste er gleich... Du bist fast so weit, den Fisch mit dem Kescher einzufangen. Hol ihn nur noch ein wenig näher heran. Ja. Vergiss nicht, die Rute nach hinten zu ziehen und die schlaff durchhängende Schnur einzuholen, um... Los geht's, jetzt kommt das entscheidende Spiel. Es ist an der Zeit, den Fisch mit dem Kescher zu fangen. Heb erst einmal den... Sieh ihn dir an. Du hast einen schönen Karpfen gefangen. Mm. Das hat dir ein paar Erfahrungspunkte und Angelpunkte eingebracht. Danke. Lass uns den Fisch freilassen. Was? Dann können wir Feierabend machen. Ich will den jetzt essen. Und im Zweifel roh. Ja, da ist unser erster Fisch. Hallo. Und ein Prachtkerl. Da lachen jetzt wahrscheinlich alle drüber, weil das wirklich nur noch, ja, 2 Kilo ist zwar jetzt nicht so wenig, der sieht jetzt gar nicht so schwer aus, aber naja, das ist ja jetzt hier nur Tutorial, ne? Da hätte ja jetzt gar nichts schief gehen können. Also, Fisch zurücksetzen. Und das war's auch schon. In dieser Übung haben wir gesehen, wie ein Fisch eingeholt wird, wie mit der Spannung umzugehen ist und du konntest sogar einen schönen Karpfen fangen. Mhm. Gut gemacht. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon auf unsere nächste Übung. Ich auch. Und wie? Also es scheint echt ein lustiges Spiel zu sein. Das ist so ein bisschen wie Hunter. Also The Hunter, dieser Jagdsimulator, nur mit Fischen. Dass der Vorteil bei Fischen ist, die schreien nicht, die sind leise, die sterben leise. Und deswegen essen ja auch Vegetarier Fische, weil sie nicht so laut schreien können, wenn sie geschlachtet werden. Nee, Spaß beiseite. Es scheint ein ganz nettes Spiel zu sein, das werde ich weiter beobachten. Ich glaube, 16 Uhr kommen, glaube ich, die Folgen hier von dem Fishing-Simulator raus. Und ich sag jetzt erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Wäre wirklich sehr nett. Und ja, wäre schön, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn ihr dieses Spiel auch spielen wollt, dann könnt ihr dieses über den Link in der Videobeschreibung günstig kaufen. Der Key ist sofort da und dann könnt ihr es direkt bei Steam runterladen. Bezahlt aber deutlich weniger als bei Steam direkt. Also, ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge hier bei Eurofishing. Bis dann.